Werden in der Finsternis deine Wunder erkannt.
Ich trage deine Schrecken und bin zerknüllt. Über mich fuhr dahin die Glut deines Zornes. Deine Schrecken machen mich stumm. Sie umfluten mich alle Tage wie Wasser. Ringsum kreisen sie. Jetzt und alle Zeit und von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ehre sei dir, O Gott, Ehre sei dir, O Gott. Ehre sei dir, O Gott. In Frieden lasst uns beten zum Herrn. Für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung. Um himmlischen Frieden und das Heil der Seele, lasst uns beten zum Herrn. Für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung. Für den Frieden in der Welt, das Wohl der Heiligen Kirche Gottes und die Einheit aller, lasst uns beten zum Herrn. Für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung. Für dieses heilige Haus und alle, die es mit Glauben, Frömmigkeit und Gottesfurcht besuchen, lasst uns beten zum Herrn. Für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung, für die Erlösung. Für den heiligen Vater Franziskus, unseren Metropoliten Rainer Maria, unseren gottgeliebten Bischof Stephan, für den Priesterstamm, den Diakonat in Christus, für den ganzen Klerus und alle Gläubigen, lasst uns beten zum Herrn. Für diese Stadt, jede Stadt und jedes Land und die im Glauben darin Lebenden, lasst uns beten zum Herrn. Für die Erlösung.
dass er uns erlöse von aller Trübsal, von Zorn, Not und Bedrängnis. Lasst uns beten zum Herrn. Kyrie. Leib geformt und mir den Geist des Lebens eingehaucht.
Aus ganzem Herzen die glorreichen Taten deiner.
da wir mit Glauben und Liebe diesen großen Kanon singen, mach uns würdig teilzuhaben am Reiche Gottes. Über alles erhabene Dreifaltigkeit, als ein Gott angebetet, nimm die schwere Last der Sünde von mir und in deinem Erbarmen schenke mir die heilende Reue. Liegt auf mich und seht, ich bin es, euer Gott. Ich ließ einst durch meine Macht und meinen ausgestreckten Arm das Manna in der Wüste für mein Volk regnen und Wasser aus dem Felsen hervorquellen. Gewand zerrissen hat, das Gott selbst mir gewoben hatte.
blickt auf und seht, ich bin es, euer Gott, sagt der Herr. Hör auf ihn, der zu dir ruft, wende dich ab von der Sünde, sei voll Ehrfurcht vor dem Herrn, er ist dein Richter. Mit wem soll ich mich in meinen Sünden vergleichen? Mit Kain, dem ersten Mörder, oder mit Lamech? Denn meinen Körper habe ich mit dem Bösen gesteinigt und meinen Geist durch törichte Begierden umgebracht. Ich habe die Väter, die vor dem Gesetz lebten, nicht nachgeahmt, weder Seth, Enosh noch Henoch, der emporgehoben wurde, und auch Noah nicht. Ich habe mich um das Leben des Gerechten gebracht. Ich habe die Schleuse des Himmels geöffnet und bin außerhalb der Arche geblieben. Einen Mann erschlug ich für eine Wunde, einen Knaben für einen Strieben, rief Lamech. Auch ich zittere nicht, mein Fleisch zu erschlagen und meinen Geist zu töten. Ja, Lamech, dem Mörder bin ich gefolgt, als ich meinen Geist wie einen Mann und meine Seele wie einen Knaben getötet habe. Wie Kain im Leben seines Bruders auflauerte, so habe ich meinen Körper umgebracht durch die Heftigkeit meiner Begierde. Ich habe eigenmächtig versucht, einen Turm zu bauen und eine befestigte Stadt zu errichten. Aber der Schöpfer hat mein Vorhaben vereitelt. Er hat mein Bauwerk Ich bin zerschlagen und verwundet, die Schläge des Feindes haben mir meine Seele und mein Leib schwer getroffen. Die Verletzungen und Entzündungen meiner Wunden zeugen von der Heftigkeit meiner Leidenschaften. Einst ließ der Herr eine Feuerbrunst vom Himmel herabregnen, und durch sie wurde die Sünde von Sodom verschlungen. Warum schüre ich für mich durch meine Sünden das Feuer der Hölle? Erkennt, dass ich der Herr bin, der die Herzen erforscht und die verborgenen Gedanken aufdeckt, die Absichten reinigt und die Sünden tilgt, der Rechtschafft den Weisen, den Kleinen und den Schwachen. Maria von Ägypten, du hast deine Hände dem barmherzigen Gott entgegengestreckt, nachdem du auf den tiefsten Grund des Bösen gesunken warst, und wie einst den Petrus hat er dich bei der Hand gefasst, er, der auf deine Umkehr wartete, heilige Maria von Ägypten, bitte für uns. Mit der ganzen Leidenschaftlichkeit deines Herzens bist du, Maria von Ägypten, Christus nachgereiht, und hast die früheren Wege der Sünde weit zurückgelassen. In die Einsamkeit der Wüste bist du gezogen, um dort mit einem reinen Herzen seinen Geboten zu gehorchen. Heiliger Andreas von Kreta, bitte für uns. Betrachten wir die Liebe unseres Gottes zu uns Menschen, und werfen wir uns vor ihm nieder, benetzen wir seine Füße mit unseren Tränen und rufen wir auf die Fürsprache deiner Heiligen, habe Erbarmen mit uns, o Retter. Ehre sei dem Vater. Hoffnung aller, die zu dir eilen.
O Herr, festige mein erschüttertes Herz auf dem Fels deiner Gebote, denn du allein bist heilig und du allein der Herr.
Jetzt ist er ohne Kinder.
jetzt schon ein Spielball der Feinde bist. Mein Leib ist befleckt, mein Geist verfinstert, ich bin ganz mit Geschwüren bedeckt. Doch du, Christus, bist mein Arzt und heilst mich. Wasche mich im Bad der Reue. Deinen Geist hast du aufgegeben, um mich zum Vater heimzuführen. Inmitten der Welt hast du das Heil bewirkt, um uns zu retten, o Schöpfer, wolltest du an den Baum genagelt werden. So wurde uns der Garten Eden wieder geöffnet, Himmel und Erde, die ganze Erde und die Scharen der Völker, die du erlöst hast, Wasser, die aus deiner Seite hervorströmen, sind für mich das Mal der Taufe und der lösende Trank. Dein Blut wäscht mein Herz rein, dein Leib stillt meinen Hunger und dein lebensspendendes Wort ist mir eine heilige Salbe. Noch bin ich außerhalb deines Hochzeitssaales. Ich bin nicht würdig, an der Hochzeit des Lammes teilzunehmen. Meine Lampen sind erloschen, weil mir das Öl der wahren Liebe fehlt. Die Tore sind verschlossen und ich stehe draußen mit gefesselten Händen und Füßen. Die Kirche besitzt einen Kelch, o Retter, deine durchbohrte Seite, woraus uns die zweifache Quelle der Vergebung und der Weisheit entspringt. Noch ist mein Herz voll Eitelkeit. Barmherziger Herr, verurteile mich denn noch nicht mit dem Pharisäer, sondern schenk mir die Demut des Zöllners und wie ihn, du gerechter und gütiger Meister, rechtfertige auch mich. Ich habe gesündigt, den Tempel meines Leibes habe ich entweiht, o barmherziger Gott, doch nimm mich reuigen an und erleuchte mich mit deinem Licht, damit ich für den Feind nicht zur Beute werde. Aus mir selbst habe ich einen Götzen gemacht und meiner Seele durch meine Begehrlichkeit geschadet. Doch nimm mich reuigen an und führe mich zurück zu deinem Licht, damit ich für den Feind nicht zur Beute werde. Auf deine Stimme habe ich nicht gehört und deine Gebote habe ich übertreten. Doch nimm mich reuigen an und locke mich mit deinem Licht, damit ich für den Feind nicht zur Beute werde. Heilige Maria von Ägypten, bitte für uns. O selige Maria von Ägypten, du hast von Gott die Gnade empfangen, schon auf Erden am Leben der Engel teilzuhaben. Du trittst für alle ein, die dich verehren. Demütig bitten wir dich, befreie uns durch dein Gebet aus Versuchung und Bedrängnis. Heilige Maria von Ägypten, bitte für uns. Obwohl du in den Abgrund der Sünde gefallen warst, o Maria von Ägypten, bist du nicht ihre Beute geblieben. Du hast dich erhoben und die höchsten Tugenden erreicht. Heilig geworden, rufst du die Bewunderung der Engel hervor. Heiliger Andreas von Kreta, bitte für uns. Heiliger Andreas von Kreta und alle Heiligen des Himmels, bittet für uns den dreifaltigen Gott, dass er uns aufnimmt in sein Reich. Ehre sei dem Vater. Dessen Herrschaft eine und dessen Tod.
Des Nachts wache ich, Herr, Freund der Menschen. Ich bitte dich, erleuchte mich, führe mich auf dem Weg deiner Gebote und lehre mich, mein Retter, deinen Willen zu erfüllen. Ehre sei dir, unser Gott. Ehre sei dir. Mein Leben habe ich bis jetzt in der Dunkelheit verbracht. Es war Finsternis, tiefstes Chaos, die Nacht der Sünde. Du allein, mein Gott, kannst aus mir ein Kind des Lichtes machen. Wie der Unglückliche oben habe ich den Willen des Allerhöchsten missachtet und seine väterliche Liebe verletzt. Vor dir, O Christus, mein König, bekenne ich, dass ich gesündigt habe. Wie Josefs Brüder habe ich die Frucht der Weisheit und der Reinheit verkauft. Der gerechte Josef wurde von seinen eigenen Brüdern als Sklave verkauft, wie später der Herr. Auch wir sind vom Feind in die Sklaverei der Sünde verkauft worden. Folge dem Weg Josefs, ahme die Gerechtigkeit und die Reinheit seines Herzens nach und gib dich nicht dem Rausch der Leidenschaften hin, die von Gott abwenden. Josef wurde in eine Zisterne geworfen. Er ist ein Vorausbild deiner Grablegung und deiner Auferstehung, o Meister und Herr. Was kann ich dir Ähnliches sagen? Du hast gehört, dass Mose in seiner Wiege wie in einer Arche auf dem Wasser des Nils schwamm und so dem Pass des Pharao entkam. Du weißt, dass die Hebamme die männlichen Kinder töten sollte. So will es auch der Feind mit dir. Wie Mose in seiner Wiege, lass dich retten von der göttlichen Umarmung. Hast du nicht wie Mose in deinem Zorn einen Ägypter erschlagen, so kannst du auch nicht ohne Hilfe der Buße in Frieden in der Wüste leben. Mose lebte dann in der Wüste, arme seine Entsagung war. So wirst auch du Gott im brennenden Dornbusch schauen. Zimmere dir einen Stab wie den des Mose. Mit seinem Stab schlug er das Meer und brachte die Wellen zum Erstarren. Zimmere dir einen Stab nach dem Bild des göttlichen Kreuzes, mit dem auch du große Dinge vollbringen kannst. Aaron brachte dem Herrn ein reines Brandopfer dar. Hophni und Pinas, die Söhne des Priesters Eli, entführten die Opfer für sich und sie mussten sterben. Mein Herz ist verhärtet wie das Herz des Pharao, wie das Denken der ägyptischen Zauberer Jannis und Jambres ist auch das meine verdorben. Ich breche unter meiner Last zusammen. O Herr, eile mir zu Hilfe. Ich stecke im Schlamm, wasche mich, o Herr, im Bad der Tränen. Mache mich weißer als Schnee. Wenn ich den Wert meiner Taten abwäge, o mein Erlöser, so erkenne ich, dass ich schwerer als die anderen gesündigt habe, weil ich es tat, obwohl ich deine große Liebe kenne. Verschone das Werk deiner Hände, o Herr. Ich habe gesündigt, verzeih mir meine Schuld. Du allein bist treu, du bist der Einzige ohne Sünde. Um mich zu retten, hast du deine göttliche Herrlichkeit unter dem Mantel der Menschengestalt verhüllt. Du hast Wunder gewirkt, Aussätziger hast du geheilt, Gelähmter aufgerichtet, die blutflüssige Frau berührte deinen Mantel und wurde gesund. Folge dem Beispiel der blutflüssigen Frau, berühre sein Gewand. Er wird dich erlösen und du wirst ihn sagen können. Dein Glaube
dass ich wie die Samariterin trinke, um nie mehr durstig zu sein. Denn du tränkst mich mit den Strömen deines Lebens. Meine Tränen seien mir, o Herr, wie der Teich von Schiloach. Sie waschen die Augen meines Herzens und öffnen sie für dein unerschaffenes Licht. Heilige Maria von Ägypten, bitte für uns. Nachdem du, heilige Maria von Ägypten, die Fluten des Jordan überschritten hattest, fandest du den Frieden, weil du das Joch der Begierden abgelegt hast. Erlang auch uns die Freiheit durch dein Gebet. Heiliger Andreas von Kreta, bitte für uns. Euch alle, ihr Erwählten Gottes, und dich, heiliger Andreas, bitten wir inständig um Bezittern. Erlang für uns durch euer Gebet das Heil und das ewige Leben. Schöpfer unser Fleisch angenommen und sich so aufs Engste mit der Nacht.